zweimal Talent in zwei Runden schaffen. Ich habe nicht mal eine geschafft. Heutige Challenge, eure Bestrafung sozusagen. Eine Runde Modern Warfare 2019 spielen. Und es ist jetzt Mittwoch, 18.44 Uhr. Es ist eine Viertelstunde, bis ich den Stream anfangen muss. Und ich habe eben eins gesehen. Ich habe dieses verfickte Game schon runtergeladen. Und jetzt guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an, was man hier alles noch zusätzlich runterladen muss. Ich habe das Game schon runtergeladen. Guck mal, ich habe eine gute Internetverbindung, ne? Er lädt alles gleichzeitig runter, aber das ist doch für den Arsch. Das heißt, ich kann morgen, also wenn ihr seht, heute, oh mein Gott, wird das, ich kann auch einfach direkt Job kündigen, extra für euch. Vielen Dank für diese geile Herausforderung, beziehungsweise die geile Bestrafung. Ich freue mich richtig hart, Modern Warfare 19 zu spielen. Richtig heftig. Hab hier 1000 GB, die ich runterladen muss. Ich musste Far Cry hier löschen, obwohl ich es nochmal weiterspielen will. Ich musste Battlefield löschen, obwohl ich nicht wusste, ob ich sie vielleicht nochmal brauche. Das ist... Cut. So, zweiter Tag. Absoluter Stress, Leute. Alle Updates runtergeladen. Ich musste noch etwas von der Festplatte löschen. Aber jetzt kommt endlich die von euch gewünschte Bestrafung. Und es ist wirklich, Leute, es ist eine harte Strafe. Modern Warfare. Oh, fuck. Ihr wisst es, Leute, ich hasse Modern Warfare. Ich finde, Modern Warfare 19 ist eins der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe. Die Safe Spaces, die dunklen Häuser, die Ebenen, kein Totenstille wirklich. Ihr habt euch das aber gewünscht und ich stehe dazu. Und ich muss sagen, diese Serie macht mir Spaß. Und bitte, Leute, es sind hier nur positive Vibes in dieser Serie. Und ich habe schon ein, zwei Kommentare vernommen, die sagen, John macht das auch. Leute, ich habe im ersten Video gesagt, ich habe es bei John gesehen, feier das, gucke das gerne und dachte, ich kann ja ein bisschen meine eigene Idee davon mit reinbringen. Es ist eine tolle Möglichkeit, über Themen zu sprechen, über die man sonst nicht sprechen kann. Und natürlich gab es das schon, auch vor John Rage gab es das schon. Aber es wäre schön, wenn einige Leute endlich ihr Hirn einschalten und einfach Content, den sie bekommen, genießen, anstatt immer nur das Negative zu sehen. Und ich bin auch jemand, der sehr schnell negative Sachen irgendwo sieht und das weiß ich, Leute. Aber wenn hier etwas ist, was mir Spaß macht, was ich witzig finde, gerade auf dem Weg zum neuen COD, geht doch den Weg mit mir und genießt es einfach. Welches Level bin ich hier überhaupt? Ich bin Level 30. Alter Falter. Ich weiß nicht, besten Streaks bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was die besten Waffen sind. Ich zusammenflicken, Geist, MP5. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich werde auch... Ich weiß nicht mal, welchen Modi ich spielen soll, Leute. Ihr wisst es, ich habe das hier in der Alpha gespielt, nach 2 Stunden Video hochgeladen, gesagt, dieses Game, Leute, wird Dreck. Haben die Leute gehatet. 2 Wochen später kam es raus. Die Leute haben gesagt, du hast recht, ist Dreck, ist echt Standard. Jetzt sucht er irgendwas Falsches? Ich will nur Herrschaft suchen. Team Deathmatch 10 gegen 10. Okay, wir nehmen 10 gegen 10 Moshpit oder Herrschaft normal. Ich glaube, das ist für die Bestrafung fair. Für die heutige Runde kriegen wir kein Ziel, außer dass ich keinen Herzinfarkt bekomme. Und wir haben eine super, super Möglichkeit. Wir könnten nämlich über was Geiles reden, beziehungsweise früher war es nicht so geil. Meine Schulverweise. Ihr wisst, Leute, ich bin vielleicht nicht der dümmste Mensch der Welt, manchmal aber auch doch mit Abstand der dümmste. Und als ich noch etwas kleiner war, 16, 15, 17, habe ich habe mein Abitur auf dem Gymnasium gemacht und auf dem Gymnasium haben mich Lehrer, Mitschüler, Schuldirektoren gehasst. Meine Schuldirektorin, Frau Pink, Miss Piggy, so wie ich sie genannt habe, hatte mich, glaube ich, ab der 5. Klasse auf den Kieker. Egal, was ich gemacht habe. Ich war echt ein liebes Kerlchen. Ne? Ich habe in der 5. 6. Klasse, ich war strebsam, war fast Klassenbester. Also so im Mittelfeld war ich. Also unteres Mittelfeld. Aber ich war immer da. Ich habe nicht geschwänzt, noch nicht, kein gar nichts. Und dann habe ich 3 Schulverweise. Wieso ist das Mikrofon an, Digga? Aus. Oh, warte, erstmal noch. Let's go, Babies, let's go! So. Ich weiß gar nicht, welche Waffen ich nehmen soll. Nehme ich mit Streets, das ist die MP5 oder die MP5? Früher war die Einsatz. Okay. Das hier. So, 10 gegen 10. Oh mein Gott, sie. Oh mein Gott. Wie langsam sich das anfühlt. Okay, hier ist die Pistole. Ich hab. Ich schwör's euch, Leute, ich habe. Get that. Oh, nice, safe. Oh, nice. Ich hab. Oh mein Gott.
Mann, oh mein Gott, man läuft so langsam. What? What? Ey, wie, auch Sprint ist so langsam. Ich weiß gar nicht, gibt es hier einen FOV-Slider? Gab es den hier schon? Hat man den hier schon drinne gehabt? Hab ich einen FOV-Slider? Audio? Nee, es gibt gar keinen FOV. Hä? Aber hatte nicht Modern Warfare einen FOV-Slider? Der ist doch hier irgendwo. Bin ich denn bescheuert? Ah, also entweder gibt es keinen, schreibt mal rein, oder ich bin zu blöd. Kann natürlich auch sein. So, Totenstille. Zumindest die 3 Sekunden, die man Stand-up wirklich hat. Ja, und ich habe auf jeden Fall, Leute, ich hasse dieses Game so hart. Ich habe dann ein bisschen Scheiße gebaut in der Schule. Und habe dafür zu Recht 3 Verweise bekommen. Und eigentlich sagt man so, 3 Verweise, du bist raus. Ich hatte ein bisschen Glück, weil meine Mutter so viel Ärger gemacht hat, dass ich in der Schule bleiben durfte. Und ich werde euch heute vom ersten Schulverweis und vom zweiten erzählen. Bis diese Runde hier vorbei ist. Oh mein. Okay, ich will eine andere Waffe haben. Ich M4. Ja, guck mal, das sieht besser. Ah, oh, die Waffe sieht geiler aus. Es fühlt sich alles so langsam an. Komm, lass mich hier. 1 Kill, ich bin da. 2 Kill. 3. Digga, was sind das für Sniper in dem. Wie snipen? Die Sniper sind absolut auf Crack in diesem Game. Es ist. Ich dachte immer schon, Cold War wäre heftig. Na, also ich habe 3 Schulverweise gesammelt. Den ersten für etwas, was derartig dumm war, dass ich mich heute noch dafür schäme. Diese Time to Kill. Nice. 3 Perks aus dem Spezi-Ding. Kein Wiedereinstieg. Was spielen wir denn, dass ich keinen Wiedereinstieg mehr habe? Da kommen auch welche. Oh mein Gott. Ich habe 7 Abschüsse. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tode. Ich kann es nicht sehen. Der erste Schulverweis, Leute. Ich war in der 8. oder 9. Klasse. Ein Kumpel von mir hat CS-Gas dabei gehabt. Das war der erste. Er hatte CS-Gas dabei. Hat in der Klasse zu mir gesagt, musst du draußen mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wo er das her hatte. Ob von seinen Eltern irgendwo geklaut, gekauft oder sonst was. CS-Gas, Reizgas, Leute, ist mehr oder weniger relativ einfach erhältlich. Kevin, 15 Jahre alt. 15 müsste es gewesen sein. Grenzstabil, idiotisch dumm. Digga, da liegt doch einer. Hat also das CS-Gas genommen, was er da geschenkt bekommen hat, nur zum Testen in der Freizeit, also draußen, nimmt das Ganze und sprüht es in der Klasse, Leute. In der Klasse. Das war so dumm eigentlich. Hab ich das Zeug losgesprüht. Oh mein Gott, bin ich gut. Oh mein Gott, ich habe 3 4 Leute gekillt. Nehmen also dieses ganze CS-Gas und hau richtig auf diese Tube in der Klasse, im Klassenraum. Es war große Pause sozusagen. Das war bei uns immer so eine Viertelstunde circa. Jeder im Raum. Jeder in diesem Raum fing nach 2 Sekunden an zu keuchen. Es ging nur ein paar Mädels ein bisschen besser, die ein paar Zentimeter weiter am Fenster saßen. Für die war es nicht so schlimm. Aus dem einfachen Grund, dass die direkt am Fenster saßen, wo halt Luft durchkam. Die waren da relativ entspannt. Und ein Mädchen, so, ihr kennt das aus der Schule vielleicht, dieses Hassmädchen. Wo ist er? Nein! Es gibt in jeder Schule dieses Hassmädchen oder den Hassjungen. Kein Streber, spricht nicht mit einem, sitzt immer irgendwo in der Ecke, sagt immer die gleiche Antwort, die man selber schon gegeben hat. Das ist so. Frau Pink fragt Kevin, ey, ist die Erde rund oder flach? Und Kevin sagt, flach! Und sie sagt, ja, ist richtig. Rund. Und dann sagt sie, 3 Sekunden meldet, das gleiche mit einem anderen Wort. Ja, die Erde ist in einer Form ähnlich der einer Linie auf Ebene. Also die gleiche Antwort, die ihr schon gegeben habt. Komplett die gleiche. Oh mein Gott, was war das denn? Der eine fickt uns hier richtig durch. So, und genau die, alle keuchen, alle husten, Lehrer kommt rein, Pause ist vorbei, ich habe Panik geschoben und Ehrenklasse,
keiner sagt was. Alle reißen sich zusammen, keuchen so ganz klein bisschen. Der Lehrer kommt rein, riecht es so. Oder man riecht es nicht richtig, aber es geht halt sofort auf die Atemwege, ne? Es geht also die Atemwege. Er fängt ein bisschen an zu husten. An dem Punkt habe ich mir gedacht, ey, wenn du jetzt die Klappe hältst, du kommst damit durch. Du kommst damit durch. Deine Klasse schützt dich. Wer stellt sich dahin, ganz am Ende, die ganze Zeit nicht am Husten, nichts abbekommen und in der Sekunde, oh mein Gott, wo der Lehrer da war, geht, ich will den Namen nicht nennen, hinten zum Fenster, macht es ganz weit auf, provokativ und macht. Das erste, was sie sagt, hier hat jemand so Reizgas versprüht. Der Lehrer wusste also sofort, was los ist. Alle sitzen auf ihren Stühlen, also ich habe gedacht, ey, alle halten die Fresse. Keiner verrät dich. Keiner verrät dich. Du hast so ein Glück. Ich wusste, das wird richtig Ärger geben. Sie steht auf und sagt, ich kann das so nicht. Kevin, das hättest du nicht machen dürfen. Und verpfeift mich komplett bei meinem Lehrer. Komplett. Sie hat mich vor den Bus geworfen, der gerade erst kam. Da kam ein Bus und, oh mein Gott. Und sie hat gesagt, ich werf dich davor. Ich sag also, ja, es war aus Versehen, ich versuche mich rauszureden, versuch alles, was ich kann. Keine Chance gehabt. Ich darf zu Frau Pink mit meinem Lehrer. Zu Recht, es war dumm von mir. Absolut. Macht es nicht nach, versucht es nicht. Es kann echt gefährlich sein. Aber was sagt denn der Schulleiter? Ja, Kevin, das ist ja ein ganz, ganz wirklich grenzdebiles Verhalten. Das ist aggressiv gegenüber deinen Mitschülern. Das ist versuchte Körperverletzung. Ihr müsst bedenken, Frau Pink hat mich schon gehasst. Für sie gefundenes Futter. Das können wir so nicht durchgehen lassen. Und ein Schulverweis soll ja nur auf ein Fehlverhalten hinweisen. Leute, ich war 15, 14, 15, maximal 16. Wisst, Digga, in jeder Ecke auf dieser Karte sind Gegner. Ich habe so viel Schiss bekommen. Ich habe gedacht, Alter, du fliegst von der Schule. All das, was sie erzählt hat. Quintessenz von dem Ganzen. Meine Mutter musste hinkommen. Eine Woche Hausverbot sozusagen. Oder Schulverbot. Was habe ich für eine Waffe hier? Diese eine Woche war, habe ich gedacht, geil, geh zu Hause. So eine Woche zu Hause, brauchst nicht zur Schule gehen. Nix da. Ich musste in der fucking... Wir werden absolut gefickt. Ich musste eine fucking Woche in der fucking Schulbücherei den gesamten Stoff machen, den alle meine Mitschüler in dieser Woche im Raum gemacht haben. Und jetzt kommt das Schlimmste. Ich hatte so Pause wie alle anderen. Aber während ich da saß, ganz alleine, kamen alle 20 Minuten irgendwelche Klassen rein und haben sich da Bücher geholt und ich weiß nicht was. Wisst ihr, wie hart ich am Fluchen war? Alle haben sich über mich witzig gemacht und gefühlt war in der Zeit, wo ich dort sitzen musste, 1 Million Leute, die ursprünglich neue Bücher gebraucht haben. Die ganze Schule hat über mich gelacht, weil jeder irgendwann wusste, warum ich da sitze. Wieso das Monster von Loch Ness oder das Schöne und das Hässliche. Ja, das war der erste Schulverweis. Kann euch nur sagen, macht so eine Scheiße nicht. Ich werde hier alles wird. Ich sehe nichts. Alles wird. Digga, hör doch auf Sachen. Hört doch auf, Sachen auf mich zu werfen. Oh mein Gott, ey. Ich wurde eine Woche ausgelacht und ich habe nie wieder auch nur daran gedacht, so eine Scheiße zu bauen. Das war der erste. Wie lange geht diese Runde? Ich spiele seit 18 Minuten um mein Leben. Ich habe 23 Kills. Wir haben auch einfach doppelt so viel Gegner. Mann! Ah ja, sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Ich verstehe den Modus nicht mal. Erklärt mir mal, wie der Modus funktioniert. Dann habe ich ein paar Wochen Ruhe gehabt und dann kam der zweite Verweis. Beim zweiten Schulverweis, den dritten hebe ich mir noch für eine andere Folge auf, war ich mir sicher, dass jetzt der Punkt gekommen ist, an dem ich die Schule verlasse und nie wieder auf dieser Schule erlaubt bin. Ich nehme jetzt hier eine andere Variante. Oh, die ist viel besser. Warum nicht gleich so? Oh mein Gott, Digga, wie wird man denn hier... Was ist das für eine... Nein... Du. Der zweite Schulverweis, Leute. Kevin hat sich von diesem Schock erholt. Ist schon ein paar Wochen vergangen. Ich glaube, so 2-3 Monate auf jeden Fall. Also eine Zeit, wo ein Mann auch einfach mal vergisst, was für einen Fehler er gemacht hat. So sind wir Männer. Verkackte Gay. Was?
Jeder campt hier. Kevin hat also eine geile Idee. Und zwar, es gab dann so einen richtig dummen Hausmeister. Kennt ihr jetzt diesen Hass-Hausmeister? Wollte Polizist werden, ist an der Prüfung gescheitert, wollte dann gerne irgendwas Besonderes machen, ist auch da gescheitert. Das Ergebnis, er wurde Hausmeister. Und das ist gar nicht negativ gegen Hausmeister gemeint, aber bei ihm passte das 100%. Digga, er campt. Also, und der Hausmeister, ich weiß nicht, ob das bei euch an der Schule auch so war, hatte so eine Art Hausmeisterwohnung in der Schule. Also, da wo das Schulgebäude war, direkt da oben war seine Hausmeisterwohnung. Und direkt daneben war unsere Turnhalle. Kevin hat also kurz vor Silvester, so, 15. Dezember oder so, hat also Feuerwerkszeugs, Böller, D-Klasse oder B-Klasse, ich weiß es gar nicht mehr. Und nachmittags war es so, da waren ja Vereine, die in der Sporthalle gespielt haben, Fußball gespielt haben und vorne war die Tür auf. Ich habe gedacht, wenn ich da einen Böller reinwerfe, so ein bisschen zusammengemischt. Man könnte, böse Zungen würden behaupten, das war schon Richtung Molotow-Cocktail. Also es war größer als ein normaler Böller. Da habe ich gedacht, ja, wenn du das Ding da reinwirfst und da ist keiner, das hört der Hausmeister aber 100%, rastet aus, sucht dich und ich hau ab. Ich hätte vielleicht warten sollen, gucken sollen, ob da wirklich keiner in dieser Turnhalle ist. Ich kann euch nämlich eins sagen, Leute. Da waren Leute. Ich wurde gesehen, ich wurde erwischt. Ich habe Teile vom Fußboden der Turnhalle weggesprengt. Und das Schlimmste daran, ich habe nicht damit gerechnet, wie dieses Ding in die Luft fliegen kann. Es hat sich nicht angefühlt, als wenn da Böller oder ein Molotow explodiert. Oh mein Gott, ich hasse dieses Game. Es hat sich angefühlt, als würde da gerade wirklich der Dritte Weltkrieg in dieser Turnhalle stattfinden. Ich versuche abzuhauen, war nicht viel mit abhauen. Komplett erwischt worden, Polizei gerufen, meine Mutter wurde wieder gerufen. Und erklärt eurer Mutter mal, die euch eigentlich liebt, warum ihr Wochen, nachdem ihr einen Schulverweis bekommen habt, mit Reizgas, mit Sprengstoff hantiert. Es war jetzt keine Bombe, Leute, aber es hätte Leute auch ewig taub machen können. Digga, was ist denn? Domino spielt seit 18 Minuten, hat einen Kill. Also entweder Reverse boostet er, wie der beste Reverse Booster der Welt. Oder, Digga, was ist das für ein... Alter. Dieses Game. Ich habe so viel Schiss bekommen. Polizei war da. Guten Tag. Guten Tag, Free Peace. Bester Spieler der Welt. Und noch einer. Die Time to Kill ist so lächerlich hier. Polizei war da, Anzeige geschrieben. Meine Mutter musste dahin. Hasste meine Schulleiterin, hasste mich aber noch mehr. Ich schwör's euch, Leute, das war auch die größte Trachtprügel, die ihr euch als Mensch nur vorstellen könnt. Ich habe wirklich in die Fresse von meiner Mutter bekommen. Ich kann euch eins sagen, meine Mutter ist stärker als ich. 100%. Oh mein Gott, bin ich gut. Oh mein Gott, bin ich gut. Bestes Game der Welt. Ab. Fucking Game! Alex, ruf! Polizeianzeige aufgenommen, Schulleiterin. Wieder Glück gehabt, mit viel Verhandeln, Heulen, Betteln. Eine Woche Schulverweis. Schulleiterin sagt, dieses Mal muss er aber zu Hause bleiben. Meine Mutter sagt, so ist sie. Wie zu Hause. Ich arbeite den ganzen Tag. Der geht schön zur Schule und wenn er irgendwo beim Hausmeister sitzt. Also, Ergebnis des Ganzen. Kevin darf eine fucking Woche im stinkenden fucking Büro des Hausmeisters sitzen und seine Hausaufgaben machen. Und seine Wochenaufgaben und alles, was dazu gehört. Wisst ihr, dass das die größere Strafe war, als eine Woche nicht am Unterricht teilzunehmen? Zweiter Schulverweis, klare Aussage von Frau Pink, der Schulleiterin, und Herrn Müller, war glaube ich der Stellvertretende. Kevin, noch irgendetwas. Und auch wir können dir nicht mehr helfen. Die haben mir nie geholfen. Digga, diese Runde geht seit 80 Minuten. Leute, ich werde nie wieder Modern Warfare spielen. Guckt euch das, was ist das? Was ist das für ein Game hier? Also, oh mein Gott. Digga, Leute. Die sind einfach überall am Schimmeln. Überall. Das kannst du. Guck dir das an da oben.
da oben. Junge! Ich habe auf jeden Fall dickes Glück gehabt, dass ich da nicht von der Schule geflogen bin. Hab... Digga, guck mal, die sind mit 1000 Leuten da oben. Die machen da so eine Kakerlake. Ja, mit Raketenwerfer. Ja, mit Raketenwerfer. Ja. Blast, Camp. Ja, da ist immer noch ein Raketenwerfer. Digga, es ist so schlimm, dieses Game. Es ist so schlimm. Es ist, ich weiß nicht, wie Menschen mit Skill dieses Game mochten. An alle von euch, die ich jetzt damit mehr oder weniger fronte, es tut mir leid, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe auf jeden Fall Last Chance bekommen. Ganz klare Ansage, du machst noch irgendein Ding und wir nutzen die Chance und ballern dich von der Schule weg. Frau Pink und Herr Müller hätten das, glaube ich... Er ist Nuke Freeman. Hätten diese Chance, glaube ich, sehr gerne genutzt. Sehr, sehr gerne die Chance genutzt, mich komplett von der Schule zu ballern. Ich habe mich dann 2, 3 Jahre, ich glaube bis zur 11. ordentlich verhalten. Ich beiß kurz auf meinen Finger, damit ich merke, dass ich noch am Leben bin. Digga. Ich beschwere mich nie wieder über Cold War. Nie wieder. Eigentlich ist das hier ein ziemlich gutes Ding. So, 42 Kills. Keine Ahnung, wie viel Tode. Nur Chaos. Ich weiß nicht mal, wie der Modus funktioniert. Yes, Baby, aber ich bin der beste Spieler hier. Alter, bin ich der beste Spieler hier. Das war schlimm, Leute. Das war schlimm. Aber ich konnte die Geschichte halbwegs erzählen. Ich musste immer wieder anfangen, weil es ist zu chaotisch, dieses Game. Nächste Folge Road to Vanguard. Sucht euch gerne ein Thema aus, worüber wir sprechen. Aber auf jeden Fall wieder in BO3 dann. Und Leute, morgen droppt ein absolut krasses Video. Morgen ist dicker Support notwendig. Es geht leider um Activision. Es geht um Cheaten und um Erfahrungen, die ich gestern im Stream selber gemacht habe mit dem Thema. Es ist hart, Leute. Es wird richtig heftig. Daran arbeiten wir schon seit Stunden im Team tatsächlich. Aber dritter Schulverweis kommt auch noch. Ist alles irgendwie ohne roten Faden, ohne alles. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Drei Sachen, die wir gelernt haben. Lasst es nicht auf den dritten Schulverweis ankommen. Macht nicht so viel Scheiße. Werft keine Böller durch die Gegend. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Oh, dieses Game. Wie kann ein Mensch dieses Spiel nur spielen wollen? Das ist Petrov Ulrich, Digga. Azir Cave, Piccadilly Circus.